Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Jetzt ist auch der deutsche Story-Trailer draußen zu Marvel Spider-Man 2. Ich habe ihn noch nicht gesehen, allerdings habe ich in den Kommentaren gelesen, dass viele nicht begeistert sind von der deutschen Synchro. Ich fand es eigentlich in den Games ganz gut. Keine Ahnung, was hier schiefgelaufen ist anscheinend aus deren Sicht. Wir werden sehen. Schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare zu der deutschen Synchro und lasst auch gerne eine Bewertung da für das Video und checkt auch gerne den aktuellen Sale übers Wochenende ab von meinem Partner Instant Gaming. Da ist der Eldorado Sale, da gibt es bis zu 85% Rabatt und da könnt ihr auf jeden Fall dick sparen. Link in der Videobeschreibung und auch in angepinnten Kommentaren. Danke dafür. Hashtag Werbung. Ich würde sagen, wir standen durch, oder? Let's go. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wir werden die Welt heilen. Okay. Okay. Leute, das ist mein bester Freund Harry. Hey, freut mich echt. Neuer Job, was? Habt ihr noch Zeit für Nachhilfe? Kriegen wir hin. Ich wusste nicht, dass es Bären in diesem Wald gibt. Hey MJ, ich habe noch einen Namen für dich. Kraven. Er veranstaltet irgendeine Art Jagd. Also wenn du mich brauchst, dann ruf einfach an. Lee, du weißt nicht, was du mir genommen hast. Miles redet nur noch davon, ein besserer Spider-Man zu sein, wie er dir helfen kann. Was ist mit Pete los? Er ist nicht er selbst. Los, hilf ihm. Es war unser Traum. Ich werde dich nicht verlieren. Wir werden die Welt heilen. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich finde, Peter redet so wie immer eigentlich, oder? Würde ich schon sagen. Miles könnte ein bisschen energischer sein, gerade in der Szene mit Lee. Auf jeden Fall muss da mehr Power rein eigentlich. Ansonsten, boah, Harry, oh, ich weiß nicht. Miles Mutter, sorry, soll kein Angriff sein, ist nicht gut. Sorry, ist überhaupt nicht gut. Ansonsten hören wir nochmal bei Harry kurz rein. Warte mal eben kurz. Aber das fängt ja schon beim deutschen Trailer an, dass hier nicht mal 4K ist, obwohl der normale Trailer 4K ist. Das ist ja schon ein Downgrade. Was soll das, Mann? Das ist da... Naja, geil. In den Jahren ist viel passiert. Sorry? In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wir werden die Welt heilen. Ach, ja, naja, es ist, naja, ist okay. Ich fand die Szene, die andere Szene, wo er geredet hat, nicht so stark, oder? Hier. Unser Traum. Miles redet nur noch davon, ein besserer Also die Mutter, nee, ist echt nicht gut. Spider-Man zu sein, wie er dir helfen kann. Was ist mit Pete los? Er ist nicht er selbst. Los, hilf ihm. Es war unser Traum. Ja, nee, weiß nicht. Aber Peter und so, die reden doch ganz normal. Nur, wie gesagt, hier in der Szene, hier, da muss viel mehr Power rein, Alter. Lee hat seinen Vater umgebracht. Da muss mehr Power rein. Lee, mehr Schmerz. Du weißt nicht, was du mir genommen hast. Ja, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Das am interessantesten ist natürlich Venom. Wir werden die Welt heilen. Ist das Marius? Kann es sein? Ist es Marius? Ich traue Marius das zu. Vielleicht müssen dann noch ein paar mehr Effekte auf die Stimme. Ich habe es mir irgendwie noch ein bisschen düsterer, ein bisschen grimmiger, ein bisschen monstermäßiger vorgestellt. Ehrlich gesagt. Aber ansonsten, ich finde jetzt, wie gesagt, Peter redet so wie immer. Finde ich. Und ich finde die Spiele ja gut synchronisiert. Sind jetzt nicht die besten synchronisierten Spiele von Sony, finde ich, ja. Weil da finde ich zum Beispiel God of War oder Last of Us noch ein Ticken geiler. Aber ey, gerade Peter hat doch eine gute Stimme immer noch. Und Miles hat auch eigentlich abgeliefert, finde ich, oder? Ich weiß nicht. Leute, das ist mein bester Freund Harry.
Hey. Das ist ein ganz normaler Peter-Satz. So, hört man da ganz normal raus, oder nicht? Leute, das ist mein bester Freund Harry. Hey, freut mich echt. Neuer Job, was? Habt ihr noch Zeit für Nachhilfe? Kriegen wir hin. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Übrigens habe ich auch jetzt mehrfach gelesen, MJ würde jetzt aussehen wie die Mutter. Leute, sie ist halt einfach eine Frau. Ich kann das schon verstehen, wenn man selber 10 ist oder sowas. Nur, und dann sagt er, ja, die sieht doch aus wie eine Mutter. Also, ich finde, sie sieht besser aus, auf jeden Fall. Aber gut, ich bin auch keine 10 mehr. Ja, keine Ahnung. Ich finde die gut. Aber sie ist nicht so krass beeindruckend wie sonst vielleicht. Kann ich verstehen. Und auch nicht so krass wie das Original, ehrlich gesagt. Ja, kann man schon verstehen, ne? Aber dass die Leute sagen, das ist Katastrophe, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber Venom halt, wie gesagt, hätte ich mir noch mal ein bisschen monstermäßiger vorgestellt, aber das kann noch alles kommen. Wenn es wirklich Mario ist, ich muss noch mal reinhören. Wir werden die Welt heilen. Ja, das ist Marius. Dem traue ich das auf jeden Fall zu, dass er das geil hinbekommt. Aber er muss sich natürlich auch dran richten, wie die Leute das wollen von Sony. Er kann es ja nicht einfach bestimmen. Ich rede jetzt wie ein abgefreaktes Space-Monster. Aber wenn die ihn lassen, denke ich, kriegt er das auf jeden Fall hin. Ja. Vielleicht ist der erste Eindruck nicht so geil, wie man sich das vorgestellt hat, aber weiß nicht. Wir können nur mal ganz kurz in den Englischen rennen. Okay. We're going to kill the world. Ja, genau so. Das meine ich. Genau diesen Effekt, der muss darauf. Der muss auf die Stimme drauf, dann passt es. Also Magnus hat eine miese Stimme, also eine mies geile Stimme. Dieser Effekt muss da einfach nur drauf. Hä? Vielleicht war der noch nicht richtig fertig, der deutsche Trailer. Kann das vielleicht sein einfach, dass sie es nicht hinbekommen haben? Wie gesagt, fängt ja schon an, dass der nicht mal 4K ist. Kann es sein, dass sie irgendwie so das noch zusammengebastelt haben? Weil guck mal, dieser Effekt auf der Stimme, das ist ja nicht seine richtige Stimme, so ohne Effekte. Das fehlt noch. Und Marius hat es komplett ohne Effekte gemacht. Das, hä? Also, kein Wunder. Wir werden die Welt heilen. Ja, da wurde schon ein bisschen am Effekt rumgeschraubt an der Stimme, aber nicht dieser Effekt wie bei dem englischen Kollegen. Es ist einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ey, es ist Marius, also ich bin zu 99% der Meinung, dass es auf jeden Fall Marius ist und der hat eine mäßig geile Stimme, der kriegt es auf jeden Fall hin. Wie die es denn abmischen und so, da kann er ja nichts dafür. Keine Ahnung, also weiß ich nicht, ich würde es jetzt nicht haten unbedingt, vor allem würde ich erstmal abwarten, ich kann aber verstehen, dass man, und ich bin auch der Meinung, man muss eigentlich beim ersten Trailer, muss man direkt auf die Kacke hauen, das ist halt der erste Eindruck, der erste Trailer, und ja, ich würde auch sagen, Harrys Stimme ist jetzt nicht so, Normans Stimme fand ich eigentlich ganz gut, aber ich gehe mal davon aus, dass sowieso der gleiche Sprecher wieder sein wird, ja, die Mutter von Miles wird keine große Rolle spielen, denke ich mal im Spiel, deswegen, aber auch die hätte man besser besetzen können. Die Deutschen werden es schon machen. Die werden es schon machen. Und ansonsten würde ich sagen, war's das. Schon wieder viel zu lange gelabert, aber ihr kennt mich. Danke fürs Zusehen. Eure Meinung in die Kommentare. Gerne liken. Gerne den Sale abchecken. Danke dafür. Haut rein und tschüss.